Ja, es gab schon länger kein Video von mir. Ich hatte bei dem Regen einfach nicht Lust, durch den Garten zu stromern. Ja, hier im Hochbeet Salate, Radieschen und Kresse. Und vorne dran hat sich eine mazedonische Witwenblume, müsste das sein, breit gemacht. Und eine Ackerdistel. Hier unten im Blumenbeet sieht man noch die letzten Blüten von der Bergflockenblume. Hier müsste die Witwenblume sein. Und jede Menge Dost hat sich da jetzt breit gemacht und hier vorne halt siehst. Geht diesmal, glaube ich, ein bisschen andersrum. Hier sieht es dann so aus. Auch hier der Dost, der ist ja riesig geworden. Ja, den Salbei haben mir die Schnecken gekillt. Der hat es gerade noch so überlebt. Hier drüben der quirlblütige Salbei. Hier ein Muscadella-Salbei. Der scheint doch noch mal durchzukommen. Da waren auch die Schnecken ganz arg dran. Da hinten habe ich wieder vergessen, was da wächst. Ach, vielleicht eine rote Flocken, rote Lichtnelke. Wir werden sehen. Das finde ich jetzt ein richtig schönes Bild. Hier stand im letzten Jahr das Planschbecken von den Kindern. Habe ich ein bisschen Kies drauf gekippt und ein paar Samen rein. Hier der Salbei, der Apothekersalbei, der blüht natürlich auch krass. Und auch der Kandelaber-Ehrenpreis fängt schon mit der Blüte an. Da hinten scheint auch eine mazedonische Witwenblume zu sein. Teich sieht so aus, ist jetzt halt recht dunkel, weil es sehr schattig ist. Hier die Nachtviole ist so eine meiner Lieblingsblumen. Die hat so einen tollen Duft. Aber auch hier in dem Bereich, auch da blüht schon recht viel. Die Akelei ist natürlich durch. Mein Magerhochbeet. Sandgrasnelke. Die Blüte abgeknickt. Dem vielen Wasser ist die auch echt lang geworden dieses Mal. Und hier mein Kartenwald. Alter, eine hatte ich letztes Jahr noch hier. Sieht man ja noch. War jetzt alles voll mit Karte. Mal gucken, wie es im Moor geht. Das ist ganz schön zugewachsen. Ich glaube, da muss ich demnächst mal ein bisschen dafür sorgen, dass da Licht reinkommt. Ich habe mir auch noch ein neues Insektenhotel gekauft. Die waren bei Wildbienenglück im Ausverkauf. Ja, die Wildrose blüht noch. Im Herbst kann ich da richtig gut Hartgebutten wieder ernten. Das wird auch toll. Kornelkirsche trägt, die anderen zwei wollen auch dieses Jahr nicht so richtig wachsen. Und der Maulbeere hat irgendwie arg wenig Blätter. Die ersten Felsenbirnen dürften bald reif sein. Es dauert nicht mehr lang. Hier ist der Holunder noch am Blühen. So, Stachelbeeren sind auch bald reif. Ja, und hier sieht man eigentlich nur Huflattich. Eine
Mondblüte hat es hierher geschafft. Ja, hier steht zwar noch die vertrockneten Karten, aber so richtig ausgebreitet hat sie sich hier nicht. Jetzt auch noch nichts, was darauf hindeutet. Ja, hier hinten, da hat sich auch was angesammelt jetzt. Wie groß das alles wird, wenn es so nass ist. So, die Maibeeren haben wir abgeerntet. Bei der Maulbeere tut sich noch gar nichts von wegen Blättern. Unsere Bohnen sind sehr gut in der Entwicklung. Schnecken haben zwar einiges abgefressen, aber mit den ganzen Schneckenkrägen und so konnten wir den Druck einigermaßen rausnehmen. So. Hier hat wieder ein Igel überwintert, also im Reisighaufen. Und Nesselkönig ist auch durch mit der Blüte. Tja. Hier hatte ich zwar zwischen das Gras einiges gesetzt, da waren auch letztes Jahr sehr viele Malven. Aber bisher tut sich da nicht sehr viel mit Blüte. Naja. So. Das war's dann für heute. Macht's gut. Ciao, ciao.